Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein Frühstücksbrei aus Ghana vorstellen. Viel Spaß beim Zuschauen. So, für meine Frühstücksbrei brauche ich spezielle Maiskörner. Ja, diese hier. Moment, muss mal zeigen. Ja, genau so, ja. So, und zwar die Perle wurde schon entfernt, ja, und die sind auch noch zerkleinert worden. So, und das sind die Maiskörner, die ich für meinen Frühstücksbrei brauche. Ja, und dann natürlich Salz nach dem Geschmack. So, ich habe die Maiskörner über Nacht angeweicht, ja, ich zeige euch, und so, ich komme ein bisschen näher, so sehen die aus, also über Nacht einweichen lassen, natürlich vorher gründlich gewaschen und dann, wie gesagt, über Nacht einweichen lassen. So, ihr Lieben, ich habe die Maiskörner in einen Topf gegeben, Wasser dazu gegeben und lasse jetzt das Ganze bei mittlerer Stufe langsam kochen. Ja, es ist sehr wichtig, dass das Ganze langsam kocht und nicht bei höherer Temperatur kocht. Ansonsten könnte das Ganze unten im Topf anbrennen. Das wollen wir nicht. Wir werden alle 10 Minuten umrühren. Ja, und ja, jetzt einfach Deckel drauf und das Ganze ganz in Ruhe langsam kochen lassen. Natürlich zwischendurch umrühren, das ist sehr wichtig. So, ihr Lieben. Die Maiskörner haben ungefähr 15 Minuten gekocht. Ich habe sie zwischendurch umgerührt, ja, und ich zeige euch, wie die jetzt aussehen. Also so. Die sind aber noch lange nicht gar. Die müssen noch viel weicher werden, ja. So, eine kleine Geschichte nebenbei. Und zwar dieser Brei, dieser Frühstücksbrei aus Ghana heißt Eyo oder Oblayo. Das ist aus der Ga-Sprache. Ja. Meistens verkaufen Frauen dieser Brei. Und zwar, die tragen das auf den Kopf und rufen Eyo, Eyo. Und wenn man das als Kind gehört hat, dann hat man die Eltern gefragt, Mama oder Papa, kann ich Geld haben, um Eyo zu kaufen? Wenn man Glück hatte, hat man was bekommen. So, und man hat dann seine Schüssel genommen und ist schnell dorthin gelaufen, wo die Frau zu sehen war und hat dann sein Eyo gekauft. Man konnte Milch und Zucker extra dazu kaufen. Also das war jetzt nicht im Begriff. Ja, ja, und das war mein Lieblingsgericht oder mein Lieblingsfrühstück als Kind, weil das auch sehr sättigend ist und lecker schmeckt. Ja. So, ich glaube, ich gebe noch ein bisschen Wasser dazu. Ich hatte ungefähr jetzt 1 Liter schon. Moment, ja so. Und dann lassen wir das Ganze noch weiter kochen. Und wie gesagt, zwischendurch schön umrühren. Ihr Lieben, Eyo ist fertig. So
sieht das aus? Ja, es ist schön weich, aber bissfest. Ja, so möchte ich es haben. Ich habe es nach meinem Geschmack gesalzen und auch gesüßt. Ja, und jetzt muss nur noch Milch dazu kommen. Das machen wir aber zum Schluss, ganz zum Schluss. Und bei der Präsentation, ja, und ich würde mal sagen, ich zeige euch das Endergebnis. So, ihr Lieben, da ist es, Eyo-Brei aus Ghana. So, jetzt kommt nur noch Kaffeemilch dazu. Ja, so ungefähr. Ja, und dann kann man das genießen. Ja. Ja, das war's dann auch schon. Danke fürs Zuschauen. Medawasi. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt uns einen Daumen hoch. Abonniere unseren Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.